Moin, moin an alle Sword Art Online-Fans. Mein Name ist Patrick-Gamer-02. Und ihr habt euch richtig entschieden, zum Part 6 einzuschalten von Sword Art Online. So, dann machen wir mal hier weiter, wo wir gestern stehen geblieben sind. Und besiegen die heftigen und ekelhaftesten Monsters. Oh. Da irgendwo da hinten müsste noch ein starkes Monster sein. Genau hier. Okay. Das haben wir noch gar nicht besiegt. Ja, da. Auf in den Klamm! Auf und davon! Auf und davon! Wir besiegen das Monster, wir besiegen das Monster, wir besiegen das Monster, was ist das? La 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 la. Monster ist gleich besiegt. So, Monster ist besiegt. Besiegt. Dann lassen wir mal die Gruppe weiterziehen. Alle auch wieder nach Hause schicken, die brauchen wir jetzt erstmal nicht.
Was haben wir denn da für eine Aufgabe? Kenne ich gar nicht die Aufgabe. Dann lassen wir die erstmal links liegen. Also wir brauchen mal was anderes. Die Karte. Jagdrevier ist das, ach so. Okay. Da wissen wir auf jeden Fall, was das jetzt ist. So. Ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen jetzt mal auf die Weltkarte natürlich. Ist es jetzt hier? Nee. Was ist das wohl da? Ja. Okay, mal gucken, wo wir jetzt hier genau sind. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Der Westklamm. Genau. Wir sind jetzt hier im Westklammgebirge. Keine Karte zur Verfügung. Und deswegen holen wir uns die Mannschaft zurück. Alice. Xena. Und Liefersal. Die holen wir uns jetzt wieder. Weil hier sind starke Monsters unterwegs. Und dann beginnen wir uns mit dem Krieg. Yeah, gehen die ganzen Spinnen. Eine Wasserspinne. Ich hasse Spinnen. Da ist ja noch eine. Weg mit dir. Weg. Oh, ist da noch einer?
ekelhaft, diese Spinnen. Einfach nur ekelhaft. Also, wie gesagt, hier gibt es keine Karte. Weil hier gibt es auch ehrlich gesagt nicht so viel zu entdecken. Aber trotzdem wollen wir mal hier ein bisschen die Monster jagen. Oh, wie ich ja gerade sehe, bin ich auch auf 49 auf den Level aufgestiegen. Sehr schön. Sehr schön, wenn ich auf Level 49 aufgestiegen bin. Ganz ehrlich. Mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, in dieser Sitzung noch auf Level 50 aufzusteigen. Aha, hier ist noch eine Schatzkiste. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Diese Schatzkiste. War die schon wieder? Wasserspinner. Die hatte ich ja wirklich wie die Pest. Ich brauche keiner. Also eine Schatzkiste. Müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Also die muss ja irgendwo da vorne sein. Ach, da unten. Na dann. Tun wir die mal öffnen. Okay. Eine Hanfpeitsche. Okay. Wer hier auf Sasomaso steht. Okay, dann müssen wir jetzt einmal kurz bei uns die Waffen wechseln. Vom Schwert runter zur Peitsche. So, jetzt haben wir einmal die Peitsche. Oh, kämpfen wir mal ein bisschen mit der Peitsche. Weil die werden wir jetzt gleich auch brauchen, die Peitsche. Das hat auch einen einfachen Grund, dass wir die gleich brauchen werden. So. Nämlich genau hier ist der Grund. Oh ja. Ja, ja. Level 70. Gut, wo haben wir hier? Wir hätten doch hier eine Gruppe gehabt. Los, dann gehen wir mal hin jetzt zu das Monster. Weil das Monster habe ich noch ehrlich gesagt noch gar nicht besiegt. Was auf Level 70 ist. So. So, Ziel erfassen. Skill. Und dann auf X.
besser hier runterkommen. Weg ist er da hinten noch am Kämpfen von uns. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, wo unser Schwert wieder ist. Da oben. Ach, hier haben wir ja auch noch eine Schatzkiste. So, dann werden wir mal das Monster besiegen hier, was wir hier haben. Mal gucken, wie lange wir es dafür brauchen. Überall gut schon dran. Ja, das wird jetzt hier dauern, dass wir das Monster besiegen. Heißt immerhin auf Level 70. Deswegen. Wir werden das schaffen, das Monster zu besiegen. Ja, Spezialattacke, Spezialangriff!
Ja, wir kriegen, wir kriegen das Monster schon klein. Also wir kriegen das jetzt wirklich extrem klein. Der Hacks. Drauf, immer drauf, immer wieder, komm, los, Gary to Rumble, let's Gary to Rumble. Spezialattacke! Ja. Es gibt es nicht. Besiegt! Gucken wir uns hier weiter mal die Gegend an. Dann gehen wir hier wieder weg. Einmal kurz speichern.
Mal gucken, wie viel über 8000 Punkte fehlen uns. In der Wüste. Da da da. Da. Mein kurz 5 Minuten Pause. So, da bin ich wieder. Und dann werden wir mal gucken. Okay. Das haben wir hier die. Ja, genau. Okay, da krieg ich schon wieder eine Waffe. Den Aschebogen. Okay.
geht da schwimmen ohne mich? Nee, nee, nee. Einmal planschen! Was möchte die denn? Hallo, hast du kurz Zeit? Ich hab gehofft, du könntest mir einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Meine Berufung ist diesen Obstgarten hier zu verwalten. Außerdem zeichne ich Karten auf Reisen oder Jagen. Ohne Karte ist das alles Mist, oder? Komm schon, hilf mir. Okay, ich helfe dir. Arigatone. Genauso wird ein Schuh draus. Noch Details fragen, sobald du die ganze Karte. Okay. Yoroshiku ne. Ha 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 ha! Nächste Nacht dann. Ha 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 ha!
besiegt. Ist das auch verprügelt? Brauchen wir jetzt erstmal nicht.
wir machen das jetzt hier erstmal fertig. Spezialangriff! Spezialangriff! Aha, den Bogen, den Aschebogen haben wir jetzt erhalten. Mal eben hier den Speicherstein aktivieren. Werden wir jetzt mal die nächste Pflanze besiegen.
ist die Linie, die wir jetzt folgen. Dann schreiben wir einen kurz dorthin. Dann brauchen wir da nicht hinlatschen. Deswegen. Da ist er ja.
Dann reisen wir mal jetzt mal eben zurück in die Hauptstadt. Wir sind jetzt irgendwie in die Hauptstadt zurückgereist, um die Sachen zu verkaufen, die wir eingesammelt haben. Die Pilze nicht. Die kann man noch gebrauchen. Okay, dann gehen wir mal hier zur Schmiede. So. Ach, schade.
よろしく。So, und dann sage ich mal bis später.